PC hat der Karl-Heinz schon die Aufnahme wieder gestartet. Das heißt, wir können direkt loslegen. Ich weiß nicht, Helen und Stefan, wollt ihr noch mal was zur Einleitung sagen? Wobei es war ja jetzt eigentlich die Hinleitung. Gerne, waren ja noch ein paar Fragen im Chat. Wer Lust hat, vielleicht einfach per Handzeichen auch kurz die Kamera einschalten, dann kann man so ein bisschen in Dialog treten oder kann dann auch noch mal nachfragen, was genau mit der Frage gemeint ist. Dann können wir mal schauen, was wir Das für Themen war haben. gerade auch mein Gedanke. Vielleicht machen wir es wirklich über Handzeichen. Ja, und je nachdem, wenn wir jetzt nicht auf alle Fragen eingehen können, können wir auf jeden Fall anbieten, dann auch über die Corporate Learning Seite dann entsprechend das auch zu veröffentlichen. Wenn noch Fragen sind, sehr, sehr gerne. Genau, ich glaube, Genau. der Olaf hat sich schon direkt gemeldet, oder? Magst du Genau, starten? richtig, ja. Ich wollte erst mal sagen, vielen, vielen Dank für diese wirklich sehr inspirierende Stunde. Und ich freue mich, dass ich mir wirklich den Termin nochmal extra freigeschaufelt habe. Ich habe nur so gedacht, wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Also Olaf Hendrasik, Atruvia, wir sind der IT-Dienstleister der Volks- und Raiffeisenbanken. Deswegen, also ich habe mich gerade gefragt, ob man euch irgendwie als Beratungsleistung buchen kann, um uns da weiter zu unterstützen. Ich glaube, dass wir eine ganze Menge Gemeinsamkeiten schon haben, auch an den Start gebracht haben. Aber so in dieser Gesamtheit, finde ich das wirklich sehr erstaunlich. Das erstmal vorweg. Also das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich bin auch, fand auch die Antwort, Christian, von dir zu der Frage nach, wie viele Menschen habt ihr tatsächlich beschäftigt bei euch im Learning? Dann die Frage habe ich mir auch gestellt, tatsächlich, und zu sagen, um das jetzt an wirklichen Köpfen, Frauen, Männern, FTE-Linien, wie auch immer, Einheiten festzumachen, das ganze Thema. Und ich will dich auch bestärken in der Aussage zu sagen, okay, da gehören eine ganze Menge mehr dazu, als nur die Initiatoren oder die, die da tatsächlich in irgendeiner HR-Abteilung sitzen und wirklich, weil wir brauchen unheimlich viele Menschen da im Unternehmen. Wir haben selber auch ein Corporate, also wir haben sie Lilly genannt, und zwar ist das unsere LinkedIn Learning Influencerin, die heißt nämlich bei uns Lilly, und Lernen ist Marketing, das habe ich schon lange begriffen vorher. Und deswegen ist das eine permanente Arbeit. Und deswegen jetzt mal Hut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Olaf, vielen Dank. Grüße an Marc Wagner. Wir sind im engen Austausch und ich kann die Doublettengefühl nur teilen. Es ist wirklich so, dass die Atruvia und wir, wenn ich euch gegenseitig zuhören, wir haben ganz enge. Es scheint nur nicht so einfach zu sein, das so eng zu sein, dass dann der Austausch klappt. Vielleicht sind wir teilweise zu nah. Ich habe den Marc mehrfach eingeladen. Digicamp ist offen. Ihr könnt, weil jede Session von euch an einem Digicamp ist schon ein Volltreffer, garantiert. Weil alles, was ihr zu erzählen habt, ist 100 pro bei uns irgendwo genauso unterwegs, weil dazu sind die Geschichten zu vergleichbar. Danke, Christian. Ich werde den Marc noch mal anhauen, aber ich glaube auch, ich habe mir das schon vorher vorgemerkt, 19. bis 21. deswegen. Also auch da werde ich versuchen, mir die Termine freizuschaufeln. Was ich tatsächlich noch mal auf den Aufwand, ihr habt auch gesagt, Transformation, wann seid ihr gestartet? Ihr habt ja auch da die Historie, die wir sind 2020 dann gestartet, aber schon 2, 3 Jahre vorher mit den Initiativen, das Ganze vorzubereiten. War das damals auch schon Bestandteil oder habt ihr erst mit der Transformation, also ihr habt, glaube ich, gesagt, 2018 war das, habt ihr transformiert oder so? Wann habt ihr, du hast selber gesagt, Christian, du bist schon länger dabei und du lernst eigentlich permanent, wir lernen auch immer sehr viel oder wir lernen auch jeden Tag, aber wann habt ihr angefangen, so richtig das Ganze mal in den Angriff zu nehmen oder ist das so Stück für Stück passiert? Helen, ich starte mal mit den ältesten Rechten und dann machst du es final. Olaf, seitdem ich denken kann, ich war mal eine Weile lang Leiter Personalstrategie. Ich kann das, was der Stefan sagt, nur unterstützen, dass wir seit Jahrzehnten versuchen, das Thema anzugehen. Aber mit einem Chief Digital Officer, der 2015 begonnen hat, das ist anzugucken, mit 30 Leuten, der dann dem CEO gesagt hat, wir können nicht so weitermachen wie bisher, wir müssen uns neu erfinden. Dann ein Vorstandsprojekt 2017 bis 2018 und Rollout 2018. Und ab dem Moment, würde ich sagen, beginnt auch die Versuch der Strategieabteilung mit einem zentralen Dach, das anders zu machen. Und dass wir jetzt ein paar Jahre gebraucht haben, dass wir es so auf die Straße bringen, spricht auch dafür, dass es nicht ganz einfach war, aus dem Bestehenden ein mit Mitgliedern im Rücken, denen wir ja gehören. Ist ja nicht so, dass wir einen Eigner haben mit dem 2, 3 und dann geht's los, sondern wir haben ja 40.000, die da gefühlt beteiligt werden wollen, sollen. Insofern ist das meine Deutung der Wirklichkeit.
Helen, wie passt es zu deiner? Also zum Thema Lernen. Wir haben jetzt ja die Strategieaktivierungskampagne 2023 gestartet. Wir haben ja aber auch die Strategie und auch vor allen Dingen den Strategieentwicklungsprozess schon 2020 überarbeitet im Sinne von, wir haben jetzt eine Organisation, die reaktionsschneller sein soll. Wir wollen sie reaktionsschneller aufstellen, haben aber jetzt einen Strategieprozess, wo wir sagen, wir entwickeln eine Strategie, Punkt, und dann sind wir in 10 Jahren fertig. Haben wir gesagt, es passt nicht mehr zusammen. Das heißt, wir haben damals angefangen, eben einen Strategieentwicklungsprozess zu gestalten, wo wir regelmäßig prüfen, ob unsere Strategie noch trägt. Das heißt, das war der erste Schritt. Wir haben uns aber dementsprechend relativ wenig mit Strategiekommunikation zum Beispiel auseinandergesetzt. Und das holt uns jetzt ein. Also es war so ein Learning für mich, zu merken, hey, nur eine gute Strategie entwickeln reicht nicht. Man muss die Strategie greifbar machen, insbesondere für Führungskräfte, die ja jeden Tag Entscheidungen treffen müssen. Und das war für uns ein ganz großes Learning, was uns halt jetzt wieder einholt, wo wir jetzt nachholen. Wo wir merken, okay, wir haben zwar eine Strategie, die regelmäßig geprüft wird, die muss aber auch im Unternehmen ankommen. Und das holen wir jetzt, wie gesagt, seit 2023 intensiv nach, seit 2023, und haben da, glaube ich, sehr gute Erfolge jetzt erreicht. Also. Genau, und wenn ich aber nochmal zurückblicke auf 2018, ne, und diese Transformation, und ihr seht es auf dem Big Picture, das ist diese Brücke, da steht Fit für die Zukunft, und das ist letztlich das Programm, was wir damals dann eingeführt haben. Und da ist schon auch viel passiert, auch kommunikativ und in einem Austausch. Und die DATEV-Kollegen werden das wissen, es gab dann, oder wir haben einfach gespürt, auch als Kommunikation, dass eine große Unsicherheit im Unternehmen ist, was steckt eigentlich hinter diesem Fit für die Zukunft, weil das ja nicht nur an der Aufbauorganisation gearbeitet hat, sondern auch an der Ablauforganisation und viele Dinge in Frage gestellt hat, die in den Jahrzehnten vorher irgendwie sicher waren. Und es gab dann eine Kampagne, die hieß DUDA, also Du DATEV, und wir haben wirklich eine Vollerhebung unter allen DATEV-Mitarbeitenden gemacht. Und einfach mal gefragt, wie geht's dir eigentlich gerade? Was sind deine Sorgen und Nöte? Und was sind eigentlich auch deine Hoffnungen, die dahinter stecken? Und ich glaube, dass neben dem, dass wir da ganz viel gelernt haben und viel von natürlich dann kommunikativ auch aufnehmen konnten, war insbesondere die Vernetzung von Menschen, weil da hat sich dann ein Kreis gebildet von Menschen, die sich rund um diese kulturellen Themen, technologischen Themen, prozessualen Themen, und die mal an einen Tisch zu bringen, da ich vorher irgendwie miteinander zu tun haben müssen, aber das halt nie hatten, weil das irgendwie nicht so gewollt und gedacht war. Das war, glaube ich, eine der großen Erkenntnisse, und die hilft uns jetzt, und ne, im Nachhinein sind dann so Sachen wie Sticky Camp entstanden und, also diese Dialogformate. Aber dass es irgendwie hilft, gerade in Zeichen größerer Unsicherheiten miteinander zu reden und in den Austausch zu kommen, und das bestenfalls nicht nur im eigenen Team oder im eigenen Wirkungskreis, sondern darüber hinaus, war gut und ist, glaube ich, auch das, was jetzt beim Thema Strategie auch wieder gut funktioniert. Hm. Gestattet mir noch eine Frage vielleicht dazu. Ich glaube, das Thema Shaquille und Lex kommt am Donnerstag oder Mittwoch? Mittwoch. 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 Wir nennen WDW, was Shaquille Lex nennt, nennen wir WDW, und es kommt am Mittwoch, genau. Okay, ganz kurz. Genau, danke. Und dann noch die Frage, mir hat das letzte Bild mit dem Sumpf so schön gefallen jetzt. Als Mitarbeiter das erste Mal dieses Sumpfbild gesehen haben, wie haben die reagiert? Ich glaube, sie haben es gefeiert. Ich glaube, es war die beliebteste Szene, dadurch, dass jeder aus dem Alltag direkt 2, 3 Storys erzählen konnte, wo er oder sie das erlebt. Also beliebt in dem Sinne, dass man direkt natürlich einen Bezug hatte dazu, stärker als vielleicht jetzt zu einem ganz spezifischen Handlungsfeld, wo man vielleicht nur ganz entfernt Berührungspunkte hatte. Aber da muss ich sagen, es kam durchweg positiv an, und es wird auch immer mal wieder, also es ist schon ein geflügeltes Wort geworden eigentlich, also so im Sinne von, hey, jetzt steckt man wieder im Treibsand. Ne? Also ja, so, genau, ja, noch ergänzt dazu. Also es war tatsächlich auch die Szene, ich hatte ja gesagt, wir haben uns dann damit beschäftigt, was ist aus Sicht der Teams die größte Chance und Herausforderung. Und die größte Herausforderung war dann auch das Thema Treibsand des Beharrens mit wirklich 50%. Genau, die Hälfte der Teams haben das gesagt. Mhm. Und das Schöne ist natürlich von der Story her, weil das Bild erzählt ja eine Geschichte. Und wir sagen, es gibt quasi eine Kreuzung, und du kannst entweder machst Zukunft gestalten gemeinsam, also wir arbeiten gemeinsam mit diesem Ding, oder wir nehmen eben diese, ja, eben nicht eine Abkürzung, sondern eine Verlängerung durch den Treibsand des Beharrens. Ne? Und diese Geschichte wird eben auch erzählt. Wir können uns das als Unternehmen schwer machen, oder wir können es uns eben leichter machen. Und wie es die Helen sagt, also das fallen dann wirklich Geschichten ein, Dinge, Erlebnisse ein, und kannst dann wirklich gut verknüpfen. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch so gut. Ja. Und habt ihr daraus
Habt ihr daraus noch Formate vielleicht? Oder dann gucke ich jetzt mal wieder in die Personalentwicklungsbrille und gucke zu sagen, okay, wenn ich sowas habe, ist das nicht vielleicht auch ein Anschluss für mich zu sagen, wie gehe ich damit um? Also zu sagen, Richtung Werte oder Kultur im Unternehmen, dass ich dort mal hingehe und daraus vielleicht auch mal wirklich dieses Verharren da rauszukommen. Habt ihr da auch was gemacht daraus, aus dem Bild heraus vielleicht auch da? Da würde ich auf jeden Fall noch kurz drauf eingehen und dann auf jeden Fall Marianne und der Dietmar, der hat sich auch schon ganz lang gemeldet, genau, dass die auch nochmal zu Wort kommen. Also ich finde den Austausch extrem cool und wertvoll. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Weil Stichwort, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Das ist bei uns auch so leider ganz oft die Situation, dass wir zwar wissen, was uns hemmt, aber manchmal dann uns schwer tun, den Weg da rauszufinden. Und wir haben auf jeden Fall übergreifend, das zum einen schon mit unserer zentralen Organisationseinheit für Organisation, Prozesse und Standards und auch zusammengesetzt und gesagt, naja, viele der Dinge haben ja auch was damit zu tun mit dem Rahmen, den wir geben. Ne? Also gerade auch so Abstimmungskommunikationshürden oder auch dieses Thema bereichsübergreifende Zusammenarbeit stärken, ne? Weil das auch teilweise natürlich noch uns hemmt, dass man sehr, sehr stark auf die Bereichsziele fokussiert ist. Und auch da gibt es verschiedene Initiativen, die es darauf einzahlen, sei es, dass man versucht, die, ich sage es mal, individuellen Ziele oder Teamziele stärker eben mit den übergreifenden Organisationszielen zu verknüpfen. Das ist zum Beispiel so eine ganz klare Maßnahme zu sagen, das darf sich nicht auf gar keinen Fall widersprechen oder sollte im besten Fall natürlich aufeinander einzahlen. Gleichzeitig versuchen, was für uns auch eine wichtige Erkenntnis ist, dass wir viel, viel besser die Strategie vermitteln können, ist durch dieses Strategieambassadorinnenprogramm. Also im Sinne von das zu dezentralisieren, dass man eigentlich die Mitarbeitenden aktiviert oder einzelne motivierte Mitarbeitende aktiviert und die eigentlich als Botschafter eben auch einsetzt, um gewisse Fragen immer wieder zu stellen oder Dinge kritisch zu hinterfragen. Oder eben auch, wenn die Führungskräfte sagen, wir machen hier einen Ziele-Workshop, dass die Strategieambassadoren direkt hellhörig werden und sagen, okay, das machen wir nicht alleine, wir holen noch verschiedene Stakeholder mit hinzu, wir holen die Unternehmensstrategie mit hinzu. Also da merken wir schon, es ist sehr, sehr schwer, das zentral alleine zu machen, ne? Also sozusagen, wir machen jetzt einen Hebel um und dann ist der Treibsand weg. Und gleichzeitig auch Stichwort Werte. Das ist auch, da wurden jetzt verschiedene Initiativen auch gestartet, tatsächlich an verschiedenen Stellen, wo wir sagen, auch wertebasiertes Handeln und Führen soll auf jeden Fall gestärkt werden. Also Stichwort kulturellen Wandel, ja, anstoßen. Da haben wir einige Initiativen gestartet, ja. Vielen Dank. Gerne. Marianne, bitte. Ja, ich erkenne das auch ganz gut wieder, also dieses Strategie-Ambassadoren-Programm. Ich kenne das von Lufthansa Technik, also da ging es um Kulturwandel und mit so einem Mentorenprogramm und da auch viel Energie reinstecken, eben diese Mentoren auch stark zu machen und in Austausch miteinander zu bringen. Also ich kann mich erinnern, dass da eine Rückmeldung kam von den Mentoren für den Kulturwandel. Euch als Personalentwicklung braucht es doch gar nicht, wir machen das. Und also wenn so eine Rückmeldung kommt, finde ich, ist das super. Natürlich gab es ganz, ganz viel von der Personalentwicklung an Aktivitäten, aber wenn das Gefühl da ist, wir machen das, dann glaube ich, dann hat man einiges richtig gemacht. Bei mir hängt die Karte der Veränderung im Büro. Das ist von Vibas Consulting. Jeder, der reinkommt, guckt sich das an. Da gibt es den Kontinent der Veränderung, der Stabilität und es gibt so einen Düsterwald. Und das ist das, was bei euch der Treibsand ist. Mhm. Und also dieses, ich finde es so klasse, weil wirklich alle bleiben stehen. Das lädt dazu ein, zu gucken. Ich habe mich aber gefragt, woher kommt die Idee? Also sowohl bei Vibas als auch bei euch, wer hat so eine Idee gehabt, das so darzustellen? Mhm. Ja, da kannst du, glaube ich, auch was zu sagen. Ja,
Wir hatten also, wie Helen ja schon gesagt hat, wir hatten zunächst mal die Erkenntnisse, dass wir zwar dann irgendwie eine gute Strategie haben, aber wir eben neue Wege gehen müssen. Und das können wir auch ganz offen sagen. Also in dem Fall, wir haben auch mit einem externen Partner zusammengearbeitet. Es kam, glaube ich, auch die Frage auf im Chat, wer sowas visualisiert. In unserem Fall ist es Tartin, eine Agentur aus München, die sich spezialisiert haben eben auf das Thema Strategieaktivierung und eben insbesondere nicht nur Kommunikation, sondern Aktivierung. Das ist ja das, worum es uns am langen Ende geht, ist eben die Mitarbeitenden sich damit befassen und letztlich die Dinge auch umsetzen. Und die, mit denen haben wir wirklich super eng zusammengearbeitet. Sie haben uns auch wirklich super gechallenged. Ich glaube, die dachten auch manchmal, sie sind in dem Projekt gerade im Treibsand des Beharrens gelandet. Wenn es dann so im Austausch auch mit dem Management, aber auch mit uns selber, mit Einkauf und Co., das ist, muss man der Wahrheit auch die Ehre geben, konnten wir auch viel lernen, aber in dem Fall, wenn das die Frage schon beantwortet, war es eben Tartin, die uns da super unterstützt haben. Ich habe es akustisch nicht so ganz verstanden. Schreibt ihr doch gerne mal in den Chat. Ich glaube, das interessiert nicht nur mich, oder? Die Helen tippt schon. Ja. Dankeschön. Ja, und zu der Visualisierung, was ich einen schönen Ansatz finde, ist, dass Sie ganz, ganz viel zugehört haben. Sie haben Interviews geführt. Wir haben auch eine Umfrage gemacht und aus den Ergebnissen hat sich so ein Stück weit auch so ein Sprachmuster oder so eine Bildsprache rauskristallisiert, wo sie gesagt haben, Stichwort Expedition in die Zukunft. Also ne, man hätte ja, also sie haben auch andere Unternehmen schon beraten zu dem Thema und dann ging es eher um ein Autorennen und Boxenstopps und bei uns ist es aber eher so dieses, wir gehen neue Wege, ne, wir trauen uns auch mal voranzugehen und dieses ganze Expeditionsthema hat sich halt irgendwie immer wieder in der Sprache wiedergefunden. Das heißt, ja. Sie haben da schon sehr, sehr stark sich bemüht, auch unsere Bildwelt auch aufzugreifen. Ja. Und eine Erkenntnis oder ein Problem, was natürlich so eine Big Picture mit sich bringt, ist weg Begehrlichkeiten. Weil, ne, also könnt ihr euch vielleicht vorstellen, also wenn du so eine Visualisierung hast, dann kommt man auf die Idee, warum macht ihr denn nicht wir in Marketing und Kommunikation, da wäre das doch schön, auch so ein Bild zu haben, um irgendwie das zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Und, ne, und die Ideen kamen auch tatsächlich und dann kamen dann Kolleginnen und Kollegen auf uns zu und fragen, wer kann denn da unterstützen? Uns ist es aber wichtig, dass wir schon sagen, es gibt das eine Bild, was letztlich die Strategie darstellt und wie ich es ja vorhin schon mal andeutete, also wir haben schon die Idee, dann nochmal die Perspektive zu wechseln und stärker mal nochmal rein zu zoomen und sich vielleicht einzelne auch das Thema Werte nochmal anzugucken, aber dass es eben im Kontext dieses einen großen Bildes, was unsere Strategie visualisiert, passiert. Und wenn ich jetzt losgelöst, dann hätte man nämlich wieder den Treibsand des Beharrens eigentlich, jetzt isolierte Silo-Bilder, die zwar nett gezeichnet sind, aber irgendwie eben dem Thema Vernetzung und Austausch jetzt nicht sonderlich zuträglich sind, aber diese Wünsche gab es natürlich dann im Nachgang. Dietmar, du hast schon ganz lang die Hand gehoben. Also schon sehr beeindruckend, was ihr erzählt und was ihr vorangetrieben habt. Ich frage mich so, was ist denn so die Altersdurchschnitt bei eurer Firma? Also seid ihr eher jünger aus, mit IT jünger oder was ist denn so das Durchschnittsalter? Ich wusste mal, dass es was 45, aber ich kann nicht bestätigen, dass es immer noch so ist, weil wir auch sehr viel Zuwachs hatten in den letzten Jahren. Wir sind ein bisschen jünger geworden. Wir waren, glaube ich, schon mal über 45 und sind jetzt, glaube ich, wieder unter 44, irgendwas. Okay. Aber okay. Babyboomer in Hundertschaften. Alles ja. Voll. Also, genau. Okay. Ja. Das ist echt eine irre Sache. Also, und dann noch, das ist ja immer so ein Thema, das auch leicht immer hinten runterfällt. Also die Frage ist, wie schaffst du es immer wieder den Leuten auch so dieses Strategiethema spannend, aufrecht und motivierend vorzuführen, ja? Habt ihr so einen Zyklus da oder was habt ihr denn da hergenommen? Oder wie habt ihr es denn da geschafft? Gibt es da ein Beispiel? Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Der ist so ein bisschen, Dietmar, kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen? Wie ihr es geschafft habt, eigentlich diesen Strategiegedanken, dass man ihn verfolgt, auch aufrechtzuerhalten. Vor allem beim Führungstreffen, bei Mitarbeitern, ist echt sowas von. Oft ist am Anfang eine große Euphorie, dann geht es irgendwie los, aber im Arbeitsalltag ist es im Maßen Stress, wie ihr selber beschrieben habt, nochmal nebenbei so ein Projekt zu starten. Also die Frage ist, wie ist das quasi, wie habt ihr es geschafft, am Leben zu erhalten? Gibt es so eine... Also das, dazu kann ich es nur widerspiegeln, dass wir uns jetzt diese ganze Kampagne sollte eben nicht nur so ein One-Shot-Erlebnis sein, so nach dem Motto, das verpufft dann alles oder ne, man wirbelt einmal Staub auf und es legt sich dann alles wieder genau an den gleichen Platz wie vorher,
sondern dementsprechend war von Anfang an klar, wir werden da mehrere Phasen durchlaufen und man beginnt eben damit, dieses Bild überhaupt zu konzipieren. Mhm. Und da werden schon viele Menschen involviert. Und das finde ich ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte für mich, diese, also ich sage, ich wiederhole mich, aber diese Ambassadoren-Community, das ist wirklich für uns ein wirklich extrem positives Erlebnis gewesen und die beste Entscheidung gewesen, die mit einzubeziehen, weil wir haben 1% der Belegschaft, also 80 Personen, die sich beworben haben. Das war, glaube ich, auch eine Frage im Chat. Also wir haben das damals ausgeschrieben. Ihr könnt, du möchtest Strategieambassador, Ambassadorin werden, dann bewirb dich. Und da haben wir schon 80 Menschen im Haus, die Bock haben auf Strategie aus dem Service, aus dem Außendienst, aus der Entwicklung, aus wirklich allen Bereichen des Hauses. Da haben wir auch darauf geachtet, dass wir ungefähr das auch wiedergespiegelt haben mit der tatsächlichen Verteilung in der Belegschaft nach den Bereichen. Und die haben letztendlich mitgewirkt bei dem Bild. Und das heißt, die fühlen sich auch mitverantwortlich für dieses Bild. Und ganz viele Initiativen kommen auch von denen tatsächlich. Die haben ganz viele Ideen, wie sie auch auf ihren Bereichsabteilungen irgendwas machen zum Thema Strategie. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Tatsächlich, das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Und dann, sage ich mal, war die zweite Phase, nachdem wir das Bild entwickelt haben, dass wir das im Haus verteilen. Tatsächlich, der Christian hat gerade eben auch schon die Karte hochgehoben. Wir haben es auch ausgedruckt und verteilt in den Teams. Und dann sollten sich eben alle Führungskräfte mit ihren Teams zusammensetzen und sich dieses Bild anschauen, sollten verschiedene Fragen in so einem kleinen Mini-Workshop erarbeiten, sodass eben jeder letztendlich dieses Bild in eigenen Worten auch erklären kann. Das war so die erste Phase, ne? Man kennt überhaupt dieses Bild. Und jetzt kommen wir, sage ich mal, in die nächste Phase, wo dann die Teams eben auch in so einer Team-Challenge aufgefordert werden, zu überlegen, an welcher Stelle leisten wir denn heute schon einen Beitrag zur Strategie und wo können wir eigentlich noch besser werden? Was könnten wir noch zusätzlich tun, um ja auf den Erfolg auch einzuzahlen? Und das heißt, wir wollen eigentlich, naja, letztendlich ist es ja so ein bisschen durch die Hintertür, die Teams dazu zwingen, sich damit auseinanderzusetzen, diese Übung zu machen, aber um zu zeigen, es ist gar nicht so schwer, diesen Zugang zu finden. Und das sollte, ne, durch diese Übungen einen ganz einfachen, niederschwelligen Zugang bekommen, damit es auch langfristig in dem Alltag eben auch aufgegriffen wird. Also das ist so die Idee, dass man die Führungskräfte wirklich, ich meine, viele machen das ja auch schon von sich aus, ne, dass sie sich mit der Strategie, mit den Zielen auseinandersetzen, aber dass alle eben aufgefordert sind, das zu tun, um zu merken, hey, es ist gar nicht so aufwendig, wenn ich einmal im Jahr einen Ziele-Workshop mache mit meinem Team. Ne, dass, ich sage mal, manchmal ist das auch schon ausreichend. Ich würde gar nicht erwarten, dass jeder sich täglich mit Strategie auseinandersetzt. Aber gerade dann, wenn ich sage, was wollen wir dieses Jahr erreichen als Team? Spätestens dann sollte ich den Connect herstellen können. Und das heißt, es geht auch darum, wirklich die Führungskräfte zu enablen. Und von daher soll, nachdem wir eben diese zwei Phasen durchlaufen haben, ist die Überlegung, ob wir nächstes Jahr dann auch noch eine dritte anhängen. Aber eigentlich ist die Idee, dass es dann dezentral eingesteuert in den Alltag übergeht, viel auch durch die Ambassadoren mit eingebracht wird. Da schauen wir mal, wie erfolgreich wir dann sind. Und ich glaube, was trotzdem hilfreich war, auch wenn ich fürchte, was heute mit Kommunikation, Strategiearbeit und Lernen wirklich dezentral gut funktioniert, aber ist das Commitment des Top-Managements. Ja. Also wir hatten durchaus einen Vorstandsvorsitzenden, der das klare Signal gesendet hat. Er hat eine Erwartungshaltung an uns als Mitarbeitende und auch an das Thema Strategie. Und das hilft natürlich. Wir hatten vorhin ganz kurz das Thema, wie freiwillig kann denn so eine Auseinandersetzung mit dem Thema Strategie sein? Und dann gibt es natürlich Menschen, die sagen, ja, mein Gott, brauchst du das nun wirklich und muss ich die Zeit wirklich verwenden? Und da hatten wir als Unternehmen halt eine Haltung dazu und haben gesagt, nee, das natürlich müssen wir das tun, weil das wichtig ist, weil das den Kern dessen ausmacht, was wir, wie wir sein wollen und wo bei uns die Reise hingeht. Und sowas ist natürlich hilfreich. Also so die Verbindung, ne, dezentral, Menschen, die sich dafür interessieren, plus natürlich ein Commitment und dann irgendwie das Spüren, dass es plötzlich wirklich, also dieses Erleben war für uns alle, glaube ich, dass es plötzlich Spaß macht. Also ich erinnere mich an einen der ersten Termine mit einem unserer Vorstände, da haben wir das auch präsentiert und er sagte, oh nee, noch ein Bild und was soll das denn? Und erinnerte sich aber, dass er vor 10 Jahren und hatte sofort 2, 3 Szenen aus einem Bild von vor 10 Jahren im Kopf. Und während er so redete, hat man richtig gemerkt, wie im Kopf so seine Haltung von, oh, was soll denn das, zu eigentlich eine gute Idee ist. Okay, gut. Und wenn das natürlich passiert, wenn du das dann erlebst und wenn die Teams das erleben, dann ist es natürlich super hilfreich. Also das hat dann so ein bisschen so eine echt positive Dynamik einfach bekommen. Okay,
Super. Vielen Dank. Genau. Ich scroll gerade auch noch ein bisschen durch den Chat, weil ich gesehen habe, es gab ja auch vorher noch ein paar Fragen. Ich glaube, das eine oder andere hatten wir schon beantwortet. Helen, ich kann als Strategieambassador sagen, dass ich genau glaube zu wissen, welche Teile des Bildes aufgrund meines Interviews vollzogen wurden. Das heißt, genau dieses Gefühl ist Ihnen gelungen. Und wer weiß denn ich, was die in den anderen Interviews für Aussagen gekriegt haben. Aber für mich entstand definitiv ein Gefühl der Mitverantwortung. Und ich habe als Strategieambassador 3 oder 4 Teams auch außer meiner eigenen Blase begleiten dürfen. Und es ist einfach hochspannend, wenn man dann mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken über das Bild in den Dialog kommt, der, so wie Helen vorher meinte, ganz heterogen ist. Das war so eine Techie-Ecke, die eine ganz andere Zugang zu der ganzen Historie hat, die sich da auch anders wiederfinden. Und dass man dann gemeinsam so ein bisschen streitet, was denn dieses große Tal an Fragen beinhaltet, wie wir denn jetzt ein digitales Ökosystem mit unseren Mandanten betrieben bauen. Da fand ich, war das Bild ein hilfreicher Punkt. Und mit viele von den Kollegen habe ich schon viele Monde. Dietmar, wir haben ganz viele, das durchschnittliche Zugehörigkeit zu unserer Organisation ist 17 Jahre. Das heißt, ganz viele sind hier nicht erst seit gestern, sondern tragen gemeinsam eine ganz lange Zeitstrecke, was übrigens zum Treibsand des Beharrens natürlich eine sehr positive Konnotation gibt. Wenn du ganz viel hast, was du schon geglaubt hast zu verstehen, dann ist es mit den neuen Sachen halt ein wenig schwieriger, wie wenn du immer frisch ganz viel mit neuen Impulsen zu tun hast. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass das für uns ein großes Thema ist, weil das Nachhaltige unserer Organisation aufgrund von Geschäftsmodell und der Entwicklung und der Zugehörigkeit von vielen KollegInnen auch völlig normal geht. Und es ist schwierig, die Lust zu entwickeln. Also die Lust, Leute müssen ja irgendwie wirklich anfangen, wieder etwas für sich zu spüren, wo sie für sie brennen letztendlich. Sonst wird ja nichts investieren. Und das ist eigentlich schwierig, die Lust an dem, was Neues zu gestalten, ja, weil viele schon, ja, sei es durch Betriebszugehörigkeit oder auch durch andere Dinge, einfach keinen Bock mehr haben, weil sie es oft schon erlebt haben oder so, ja. Das ist immer das Schwierige, finde ich. Also wie schaffst du eine Begeisterung und hältst sie aufrecht, ja? Ja, also da auf jeden Fall auch der Punkt, auch eigene Ideen einbringen zu können, das ist so mein Gedanke. Also das, ne, wir haben auch gesagt, den Strategieambassadorinnen geben wir gar nicht fest vor, was sie jetzt A, B, C, D, E zu tun haben, sondern wir haben gesagt, eure Rolle ist das, ihr die Strategiebrille zusätzlich zu eurer Fachbrille tragt und einfach im Alltag immer wieder die Strategiefahne hochhebt, dass ihr vielleicht auch, wenn Formate, Veranstaltungen stattfindet, auch reflektiert, wie können wir die Strategie hier platzieren, strategische Fragen einbauen, ne? Wie können wir in den Diskurs kommen, aber wir haben es nicht gesagt, ihr müsst jetzt bei jeder Veranstaltung den Strategiekreis zeigen oder das Big Picture, ne? Also auch da sehr, sehr freie Gestaltungsmöglichkeiten gelassen. Ist aber auch wahrscheinlich eine Kulturfrage, ne? Also ist das normal für Mitarbeitende oder nicht? Also ich vermute, das ist auch wahrscheinlich was, wo man nach und nach sich dem nähern muss. Ich habe jetzt gerade nochmal hochgescrollt in den Chat. Da war nämlich zum einen die Frage, ob wir auch das Bild in höherer Auflösung haben. Das werden wir auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne im Anschluss zur Verfügung stellen. Wir haben jetzt auch momentan in der Entstehung ist auch ein Online-Magazinbeitrag von dem Dativ-Magazin Online. Da werden wir auch nochmal das, was wir euch heute vorgestellt haben, nochmal zusammenfassen und euch auch sehr gerne da den Link zur Verfügung stellen und dann entsprechend das Bild. Eine weitere Frage im Chat habe ich gesehen, ob das Bild denn auch angepasst wird. Tatsächlich ist das vorerst mal nicht geplant. Das war ganz interessant, den Diskurs mit Tatin zu führen, weil sie auch gesagt haben, dieses Bild soll möglichst zeitlos sein. Also da war zum Beispiel die Diskussion, wir haben ja diesen Fluss der Zeit mit dem KI-Surfer. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob in 5, 6 Jahren da noch KI draufsteht oder vielleicht was ganz anderes. Es ist aber in dem Fall eine Metapher dafür, dass es immer wieder Trends gibt in diesem Fluss. Und wir haben natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, Stichwort Fachkräftemangel, KI, einige Trends ausgewählt, die aktuell sind zum jetzigen Zeitpunkt. Aber der Gedanke ist schon, dass wir das Bild so gestaltet haben, dass es jetzt für die nächsten 5 bis 10 Jahre auch so Wirkung entfalten kann. Deswegen haben wir aber auch davon abgesehen, gewisse Abteilungen
so darzustellen. Also wir haben jetzt nicht den Außendienst dargestellt oder den Service, weil wir wissen nicht, ob die Abteilungen in der Form so heißen und so bestehen in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Nicht, dass wir das planen zu ändern, aber es soll einfach nicht ein Organisations- oder Aufbaumodell darstellen, sondern es soll unsere Handlungsfelder darstellen, unsere Zukunft darstellen. Und das heißt, es ist keine regelmäßige Anpassung von dem Bild geplant, was wir uns vorstellen können. Das hast du ja schon gesagt, mal reinzoomen an der einen oder anderen Stelle. Das vielleicht schon, dass es quasi zusätzlich noch so kleinere Zusatzbildchen gibt zu dem einen oder anderen, aber das Ganze eben unter dem Dach sehr langfristig auch existiert. Und ich habe es deswegen auch reingeschrieben. Ihr merkt ja, es gibt eine Tradition von Wimmelbilder von Gunter Rubin, die ist schon ein bisschen älter wie das Transformationsbild. Ja. Und ich glaube, dass dieses Transformationsbild jedes Jahr angepasst wird, und zwar ganz schnell und mit weniger Vorbereitung, nämlich einfach live aus einem Dialograum. Ja. Und das, glaube ich, ist Anpassung, und ich gehe oder ich setze drauf, Helen, dass wir mit diesem Bild eine Weile lang zu tun haben werden, weil ich verrate euch ein Geheimnis, bis wir diese Strategie überwunden haben, könnten wir ein paar Monate brauchen. Von daher ist es nicht so, dass wir dieses Bild jedes Jahr maßgeblich verändern dürfen, weil sonst werden wir es nie erreichen. Deswegen finde ich völlig in Ordnung, dass das Bild jetzt auch eine gewisse mittelfristige Form von Gültigkeit behält, damit es auch orientiert und nicht jedes Jahr beliebig von jemand neu verändert und ergänzt und hier kommt mein Gärtchen dazu und mein Rosenstrauß, sondern den Rosenstrauß Session einreichen, nächstes Jahr dann auf dem Bild sein. Also man kann schon wahrgenommen werden, aber das ist nicht die Unternehmensstrategie, die wird schnell anpassen. So auch ein Punkt zwischen Kurzfristigkeit. Und bislang würde ich sagen, Helen, haben wir keine dicke Böcke drin, sonst wären sie schon draußen. Also wenn wir jetzt, seitdem es jetzt ist ein halbes Jahr, wir haben sicher ja, alle Intelligenz hier aufgerufen, jeden Fehler. Ihr glaubt gar nicht, was man alles für Fehler finden kann in dem Bild, wenn man intelligente Menschen auf das losschickt. Was ich alles für Reaktionen gekriegt habe, zeigt aber nur, wie fein dann hingeguckt wird. Plötzlich wird mit dem Jota gemessen, was in welchem Bild, in welcher Form, ob gelungen oder nicht gelungen ist. Was aber heißt, dass Aufmerksamkeit fokussiert wurde. Und insofern gelingt es anders wie bei Texten. Das ist mein Eindruck. Absolut. Absolut. Genau. Die eine Teilnehmerin hat auch noch, glaube ich, gefragt, wie wir mit der organisationalen Ambidextrie umgehen oder wie wir das gelöst haben. Ganz, ganz knifflige Frage. Für mich ganz wichtig, wie du auch vorhin gesagt hast, ist einmal das Signal vom Vorstand gewesen. Also, dass wirklich unser CEO ganz explizit dazu aufgefordert hat, diese Team-Challenge durchzuführen. Das heißt, man hat an der Stelle ja ein Stück weit den Auftrag des Vorstands, sich damit auseinanderzusetzen. Und das heißt, irgendwo ja auch diese Legitimation, sich dafür Zeit zu nehmen. Und es hilft manchmal. Ich hoffe nicht, dass wir ständig dieses grüne Licht brauchen von ganz oben. Aber das hat zumindest jetzt für den Rahmen uns auf jeden Fall geholfen, dass da ganz klar die Einladung, Aufforderung von ganz oben kam. Und dadurch auch einfach die ganze Diskussion auch im Keim erstickt hat, weil dadurch war klar, okay, der CEO hat dazu eingeladen, wir machen das jetzt, ne? Also da brauchen wir gar nicht diskutieren. Und dann wiederum im Rahmen der Team-Challenge dann positiv überrascht zu werden, ne? Vorher war ich vielleicht echt skeptisch und habe gedacht, Gott, mein Gott, mach mal wieder irgendwas. Und dann haben wir echt viele Rückmeldungen bekommen, dass auch gerade einige, die kritisch waren, dann während der Auseinandersetzung festgestellt haben, was für interessante Gespräche und Diskussionen und auch Erkenntnisse im Rahmen dieser Team-Challenge auch geteilt wurden. Gleichzeitig, und da musst du mich jetzt aber auch, müsst ihr mir gerne mich bestätigen oder auch ergänzen, erlebe ich es bei Dativ so, dass man auch von den Mitarbeitenden sehr stark auch eine gewisse Eigenverantwortung fordert, dahingehend auch zu entscheiden, zu welchen Veranstaltungen gehe ich und zu welchen gehe ich vielleicht auch nicht. Also da auch wirklich solange ich meiner Führungskraft gut erklären kann, ne, warum das jetzt sinnvoll ist für meine Arbeit, ist da sehr, sehr viel Freiraum. Das, was ich zumindest erlebe, auch in meinem Umfeld erlebe, dass da auch eine sehr hohe Akzeptanz ist, auch bei internen Veranstaltungen, Plattformen auch teilzunehmen, wenn es um das Thema Lernen geht, um das Thema Austausch geht. Da weiß ich auch nicht, inwieweit das natürlich auch möglicherweise noch ein Führungsthema ist,
zu sagen, ne, wie viel Freiraum lasse ich da. Ich erlebe das aber zumindest in meinem Umfeld sehr, sehr positiv, dass da die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden auch da ist, zu sagen, ich nehme jetzt die Zeit für eine Schulung oder für eine Weiterbildung. Also zum Stichwort organisationale Ambidextrie. Also da. Ja, und ich glaube, was dann schon wichtig war, und da hat uns auch der externe Partner mal gut unterstützt, ist wirklich, wie das auch vorbereitet wurde. Also ich glaube, dass die Materialien tatsächlich, also in dem Kontext, das waren dann so Workshops halt mit den Teams, die waren sehr gut vorbereitet, die Schulungsdokumentationen waren gut vorbereitet, auch das Thema tatsächlich barrierefreie Zugänge, also auch wichtig natürlich in so einem Zusammenhang, also das Gleiche, das Big Picture existiert auch nochmal als Video, es existiert in der Audiodeskription, das heißt, ich kann es mir auch quasi auditiv erschließen und über all diese Wege letztlich auch diese Zugänge zu diesem Bild zu ermöglichen, war, glaube ich, dann auch nochmal echt wertvoll. Und tatsächlich, manche haben mir gesagt, es war wie so ein Team-Event am Ende, weil man plötzlich Sachen über Menschen erfahren hat, ne, die irgendwie Menschen, die schon länger bei DATEV, kürzer bei DATEV, aus anderen Unternehmen plötzlich Anekdoten erzählt wurden. Und ich glaube, deswegen war das positive emotionale Erleben dann am Ende. Ne? Ja. Und ich würde, wie Helen sagen, das, was wir heute erzählen, ist eine Form von Wirklichkeit, Konstrukten der Organisation. Ja. Ich weiß, dass es verschiedene gibt. Und es gibt auch MitarbeiterInnen, die das Gefühl haben, nicht zu solchen Einladungen gehen zu dürfen. Und obwohl meine Chefin als Chief Operating Officer alle einlädt, können sich manche nicht eingeladen fühlen, weil ihre Rahmenbedingungen sich nicht so anfühlen. Und dann wäre das ein Teil, an dem wir arbeiten wollen und arbeiten müssen. Aber ich würde nicht behaupten, dass das eine gleichverteilte Situation ist. Denn ich habe vorher den Begriff des Ehrenamts verwendet, das ist ein bisschen unsauber. Ich meinte, dass jemand zum Beispiel ein Team DigiCamp beteiligen kann, das eigentlich nicht zu den Kernaufgaben seiner arbeitsvertraglichen Verpflichtung gehört. Und ich mache das jetzt zum 15. Mal und ich habe als Mitorganisator nicht einmal mit einem Vorgesetzten über die Ressourcen der Kollegen sprechen können. Das heißt, offensichtlich haben die hunderten Kollegen, die inzwischen beim Team DigiCamp freiwillig mitgeholfen haben, einen Weg gefunden, das mit ihren Vorgesetzten abzustimmen. Sonst wären die ja zu mir gekommen. Ja. Was und wie die das erzählt haben, weiß ich nicht. Und es kann ganz viele hundert Kollegen geben, die gerne mitgeholfen hätten, die aber diesen Punkt nicht erreicht haben und von ihren Vorgesetzten keine Freigabe bekommen haben. Auch das gehört zur kulturellen Wirklichkeit. Und ich würde nicht behaupten, dass es für alle alles das richtig gilt, was wir heute erzählen. Aber wenn ich es im Auftrag einer Vorständin mache und ich von einem Vorstand eingeladen bin, eine Challenge zu machen, der sogar verlangt, dass ich die Challenge mache, dann scheint ja doch die Freiwilligkeit so eine Konnotation zu bekommen. Aber wenn ihr jemand anders trefft, der eine ganz andere Erzählung über unsere Organisation trifft, das könnte ja auch ein Mitglied sein, der mit Produkten von uns gar nicht so zufrieden ist, wie wir gerne hätten, dass das wäre, dann gehört es auch zum Wirklichkeitskonstrukt dieser Organisation und ist keineswegs ins Reich der Märchen zu setzen. Diese Ambidextrie, die wahrscheinlich eher eine Multidextrie ist, während die Ambidextrie, mit der umzugehen, ist auch ein Teil, die wir uns, und dabei den Veränderungsoptimismus nicht zu verlieren, wäre einer der Punkte, an denen wir gemeinsam arbeiten. Und ich weiß, dass es in der Welt ganz viele gibt, die das DigiCamp kennen. Ich glaube, ihr könntet hier Kollegen treffen, die noch nie auf einem DigiCamp waren, die nicht mal wissen, dass es ein DigiCamp gibt und die sich auch überhaupt noch nie eingeladen fühlten. Auch das habe ich inzwischen gelernt, ist ein vollkommen normaler Zustand. Sagt nur was über die Wirkung, Stefan, von Kommunikation und die Irrung, die man glaubt, wenn man kommuniziert hat, dass man deswegen eine Kommunikation erreicht hat. Nein, da gibt es auch ein Beharren, dass ich höre gar nicht hin, was ich nicht hören will, interessiert mich irgendwie nicht. Das ist auch ein Element, mit dem wir arbeiten dürfen, müssen oder realisieren können. Ja. An der Stelle kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass je nachdem, wie groß die Organisation ist, da natürlich andere Herausforderungen sind. Ne? Also ich meine, bei, was haben wir gehört, über 8.700 Mitarbeitenden bei der DATEV, ist es natürlich einfacher, nur in meiner Bubble zu bleiben, wenn ich das möchte. Ne? Also das ist auch schon möglich. Gleichzeitig investieren wir schon sehr, sehr viel auch in unser Intranet, in die verschiedenen Kommunikationskanäle, um auch wirklich da alle zu erreichen, alle mitzunehmen, alle zu motivieren, zu aktivieren, die, sage ich mal, sich nicht dem komplett verschließen.
Ja. Ist natürlich eine ganz andere Situation, wenn man jetzt in einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist, vielleicht mit nur einem dreistelligen Mitarbeitenden Mitarbeiteranzahl. Also ich, gefühlt bin ich, sind wir auch auf die Fragen jetzt soweit eingegangen. Ansonsten natürlich unbedingt melden. Aber ich glaube auch, die Diskussion neigt sich dem Ende. Aber ich finde es echt cool, dass auch noch so viele Leute da geblieben sind, weil wir haben schon so ein bisschen überlegt, ne, wie ist das so, das Muster ist ja 13 bis 14 Uhr, wie ist das, wenn wir dann einfach noch eine Stunde dranhängen? Da, ich glaube, am Anfang waren wir noch fast 50 Leute, ja, die auch noch relativ lang dabei waren. Also ich finde, das zeigt ja auch, dass es da gewisses Interesse gibt, beziehungsweise dass sich da die Leute gut abgeholt fühlen. Und nochmal ganz herzlich vielen Dank an euch beide auch, dass wir das sozusagen so gemeinsam spielen konnten. Und es ist ja auch, passt ja eigentlich genau zu dieser Frage, ne? Wie kann das lebendig sein, indem man solche Sachen auch zusammendenkt? Oder ich finde auch wirklich so dieser Punkt, dass man sich halt auch mit seinen Themen in diesem Bild wiederfindet, was jetzt in nur so einem Strategierat wahrscheinlich schwierig ist, aber so kann man echt wirklich so einen Ausschnitt nehmen und sagen, hey, ich habe heute das Thema und das ist deswegen relevant für die Strategie. Und ist ja auch für einen selber dann manchmal so ein Legitimationsthema, dass man sagt, hey, ich habe da einen Anker. Also insofern finde ich es richtig cool und freut mich, dass wir das heute so gemeinsam gestalten konnten. Absolut.